Kartoffel. Ja, hallo, hier ist Mannes Wolf von Guten Morgen. Ui. Ja, spreche ich mit den Eltern von Folgendes, ihr Sohn hat unter ein Video von mir kommentiert und hat mich als Hurensohn, Assi und kleinen Pisser beschimpft. Können Sie da mal mit dem... Ja, hallo, ist da das Otto-Hahn-Gymnasium in Tuttlingen? Hier ist, guten Morgen, ui, folgendes, können Sie vielleicht bitte dem Klassenlehrer von mal ausrichten, dass dieser unter mein YouTube-Video gepostet hat und mich als kleinen Pisser und Hurensohn und Assi bezeichnet hat. Können Sie mit dem mal ein kleines Wörtchen reden? Ja, hallo, spreche ich mit Jenny Elvers Elbertshagen? Ja, folgendes. Jenny, ihr Management hat bei mir unter mein YouTube-Video gepostet und mich aufs Übelste beschimpft. Können Sie mal mit denen... Guten Morgen, Ui. Kaffee! Folgendes. Ich habe auf meine letzten Videos so viele tolle Kommentare gekriegt. Bei dem Video über Jenny Elvers hat sich das Management gemeldet und bei meinem Video über iPhone haben sich ganz viele kleine Kommentarschreiber gemeldet. Deswegen habe ich mir gedacht, ich führe samstags was Neues ein, nennt sich Ui freut sich über jeden Kommentar, ob lieb, ob nett, ob YouTube-Hater. Ui freut sich über jeden Kommentar, ob lieb, ob nett oder YouTube-Hater. Und wir schauen uns mal immer die Top 3 Kommentare an, die wir bekommen haben. Nummer 1. Also ich habe ja Jenny Elvers Elbertshagen, die Szene, wo sie betrunken bei Das war, nachgespielt in einem Video, weil mir ja bewusst war, dass die Videos wahrscheinlich bald vom NDR gelöscht werden. Und so ist es dann auch passiert und ich habe das halt nachgespielt mit meinen großen Schauspielfähigkeiten, ohne mir viel dabei nachzudenken. Und dann kam ein Kommentar. Leider ist das hier genauso schlecht wie alles andere, was Manuel Wolf dieser Welt hinterlässt. Wenig geistreich und vor allem nicht mal witzig. Tja, da habe ich mal geschaut, wer hat das geschrieben? Da steht Paul Leipert. Da habe ich gedacht, Paul Leipert, der Name sagt mir doch irgendwas. Mit dem bin ich doch mal zusammen aufgetreten. Bei einer Mixshow saßen wir doch einen ganzen Abend zusammen an einem Tisch. Das ist doch so ein Liedermacher. Der war total freundlich zu mir und ganz nett und hat nichts gesagt. Ich denke mal, wie wenig Eier muss man haben, um, wenn man einen trifft, auf nett zu machen und dann einen YouTube-Hater-Kommentar zu hinterlassen. Das hat mich jetzt ziemlich... Ich verstehe das nicht. Ich keine Ahnung. Naja, und dann habe ich nochmal weitergeschaut und habe festgestellt, Paul Leipertz arbeitet bei Kick, dem Management. Und das Kick-Management, das hat Jenny Elvers Elbertshagen. Naja, deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann schreibe ich mal dem Management und habe denen eine Mail geschrieben. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Mitarbeiter Paul Leipertz hat unter ein Video von mir folgenden Kommentar gepostet. Leider ist das hier genauso schlecht wie alles andere, was Manuel Wolf dieser Welt hinterlässt. Wenig geistreich und vor allem mal nicht witzig. Abgesehen von der respektlosen Schreibweise meines Namens wollte ich mal nachfragen, ob das gängige Praxis von Ihnen ist, Künstler, die nicht bei Ihrem Management sind, öffentlich zu dissen und was Sie sich davon erhoffen, außer einen schlechten Eindruck zu hinterlassen. Lieben Gruß, Manuel Wolf. So wie ich einen schlechten Eindruck hinterlasse, weil ich das Öl vergessen habe. Habe ich noch keine Antwort bekommen, aber ich habe jetzt was festgestellt. Diese Managementfirma, die gehört dem Herrn Elbertshagen. Der Mann von Jenny Elvers Elbertshagen ist also quasi der Chef von Paul Leipertz. Tja. Nummer 2. Es wird aber noch besser. Schauen wir jetzt mal auf die Kommentare von dem iPhone 5 Unboxing Video. Ich habe ein Fake iPhone 5 Unboxing Video gemacht, wo ich einfach ein altes Handy als iPhone 5 vorstelle, weil ich nämlich
A, Unboxing-Videos dämlich finde, B, Hypes um Produkte dämlich finde und C, Leute dämlich finde, die sich 2 Tage lang vor den Apple Store stellen, um zu warten, um die Ersten zu sein, die sich eins holen zu können, die sich einen runterholen können. Ja. Und hab da auch ein kleines Video drüber gemacht, nicht viel bei gedacht. Kommentar, schauen wir uns mal an, was da steht. Ich hab deine Mutter gefickt, du Hurensohn. Papa? Na, was man da natürlich macht, wenn man so einen Kommentar kriegt, man nimmt sich den User und sucht und schaut, ob man den auf Facebook findet, habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ihn natürlich bei mir, da kann man ja Familienangehörige eintragen, und da habe ich ihn bei mir als Papa eingetragen, als Vater. Nummer 3! Okay, als letztes schauen wir uns nochmal einen Kommentar an fürs iPhone-Video. CY2Hip-Hop schreibt, aber jedem das seine. Meiner Meinung nach hast du einen echt beschissenen Sprachfehler in deiner genauso beschissenen Stimme, die deiner Fresse und Mimik gleicht. Bitte such dir einen Strick und einen passenden Baum. Der Rest erklärt sich von selbst, denke ich, du Ausgeburt der Hölle. Smiley. Ja, gut. Ja, meiner Meinung nach hat er wenigstens gesagt, ne? Ja, also ich soll mich quasi umbringen. Du blöder Wichser, du hast echt Blut an deinen scheiß Fingern. Und das meine ich nicht als Witz, sondern das meine ich ernst. Mit mir kann man es ja machen, aber es ist ja nicht so, dass es nicht Teenager gibt, die auf YouTube ihre Videos hochladen und von ihren Gefühlen erzählen und was weiß ich, Schwierigkeiten haben und dann solche blöden Scheiß-Hater wie du ankommen und sagen, nimm dir einen Strick, spring von einer Brücke, und die das nicht ertragen können, dieses ganze Gehate, und es dann auch machen. Das ist ja schon oft genug vorgekommen, du Sau. So. Oder hat er das als Witz gemeint? Weiß ich nicht. Er kann es auf jeden Fall alles viel besser, deswegen habe ich mal auf seinen Kanal geschaut, was er da so an Videos hochgeladen hat. Schauen wir mal rein, das sind tolle Sachen. Rap-Probe Nummer 2. Da. Der Boots, Junge. Geht das richtig los? Guten Tag, Leute, ich bring euch jetzt Venus bei. Und ich hoffe, ihr kapiert sie auch hierbei. Jeder Pisser kommt mit Gangsterzeug und Fickerei. Doch ich beweise euch, wie geblendet ihr seid. Ab jetzt wird mit solchen Affen aufgeräumt. Das ist mein ehrlichstes Versprechen an dich, mein Freund. Sie sind keine coolen Rapper, sondern nur Toys. Sie haben dich nicht nur, sondern auch ihre Eltern enttäuscht. Rap-Probe Nummer 3. Ich fühle mich wie neu geboren, vom Kleinkind zum Rapper. Ich versuche mich jeden Tag nur noch ein Stückchen zu bessern. Von Tag zu Tag werde ich ein bisschen reifer. Ich versuche mich jeden Tag nur noch akkurat zu steigern. Meinen Traum von Hip-Hop nachzueifern, glaub ich, ich werde eines Tages zum Hip-Hop-Tiger. Ich ficke eure möchte gern Rapper, leider. Glaub mir, so wie ich rappe, macht es keiner. Koffel. So, das war's. Also neu etabliert. Samstags gibt's Kommentare. Abonniert den Kanal, kommentiert. Habt keine Angst, ich bin lieb, solange ihr lieb seid. Und schaut morgen wieder rein. Bis dann. Koffel. Koffel. Koffel.